bin viele Jahre, einige Jahre Sechstagerennen gefahren. Auch in Wien, Dusiger Stadion, war ich sehr oft in meiner Jugend. So ein Leistungssport prägt einen Menschen, ja. Ich habe das gemacht zwischen 15 und 25. Es war so eine Wegweise für mich, wo man einfach eine Zielorientierung, wo man Ausdauer braucht. Also nicht nur Ausdauer in den Füßen und im Herzen, sondern auch wirklich im Kopf. Ja, ich habe mich im Januar 2007 rangemacht, den klassischen Störfaktor, die Dunstabzugshaube in der Küche zu eliminieren und ein System entwickelt, das den Dunst effektiver nach unten absaugt, als es jede Haube nach oben kann. Obwohl ich jetzt inzwischen 55 Patente angemeldet habe, ich sehe mich weniger als Erfinder, ich sehe mich eigentlich mehr als Entwickler. Denn die große Erfindung ist ja nicht, den Dunst nach unten abzusaugen, denn es war ja schon da. Aber diese Dinge so zu entwickeln, dass sie wirklich perfekt, leise, schön zu einzubauen sind, das macht mir Spaß und das macht mir Freude. Und so sehe ich mich auch mehr. Die Erfindung ist immer das eine, aber der Geschäftssinn, das Ergebnis ist das andere. Aber in der Summe ist es ein wunderbares Erlebnis für mich. Es ist wie ein kleiner Film, die ganze Firma und die Unternehmen, das Unternehmen wachsen zu sehen. Und vor allem macht es mich auch stolz, dass man ein System entwickelt, was das Küchenleben schöner, angenehmer, ruhiger, kommunikativer macht und dass man da dabei sein darf. Das macht mich am meisten stolz. Ich glaube, meine Großmutter wäre sehr stolz. Meine Großmutter war immer schon stolz auf mich und meine Großmutter war auch selbstständige Unternehmerin. Hatte sogar vor langer, langer Zeit eines der ersten Küchenstudios in Rosenheim. Und wenn sie das miterleben würde, ja, ganz bestimmt sogar.